Ich möchte euch mal drei meiner Lieblingsbarschköder vorstellen. Als erstes den Microfly. Das ist ein 4 cm Köder. Man sieht, er ist vorne relativ dick, da hält der Haken sehr gut. Dünnen Schwanz und hinten einen riesen Paddel. Der wird an so einem 4er Haken gefischt. Und ideal sind so Bleiköpfe zwischen 1 und 5 Gramm. Und damit kann man sich teilweise richtig besacken. Gerade wenn so Jungfische unterwegs sind, vielleicht im Mai, manchmal spezialisieren sich gerade Barsche auf ganz kleine Köder, dann ist der Köder eine absolute Bank. Auch im Winter, wenn die sehr, sehr konzentriert stehen, sind solche kleinen Köder ideal. Eine ganz feine Rute, dünne Schnur, kein Stahlfraufer, am besten direkt anknoten. Und damit kann man sich richtig besacken. Also da beißen nicht nur Barsche drauf, auch Plötzen, Brassen teilweise, in Fließgewässern kann man Döbel und auch wunderbar Forellen mitfangen. Ist ein sehr, sehr guter Köder. Wir haben 6 verschiedene Farben im Programm. Das sind 10er Packs und auch wie gesagt verschiedene Bleiköpfe in verschiedenen Gewichten, 4er Haken. Und wenn man dann damit mit dem Feingerät irgendwo fischt, da kann man sich richtig besacken. Macht richtig viel Spaß. Ist ein absoluter Top-Köder. Mal schauen, wie gesagt, wenn Jungfische dieser Größe unterwegs sind, geht manchmal nichts anderes. Als nächstes kommt der Zander Prochet mit 7,5 cm zum Einsatz. Das ist die Idealgröße für Spätsommer, Anfang Herbst, also August bis November so. Hier, das liegt daran, dass viele von den Jungfischen diese Größe haben und dann spezialisieren sich die Barsche da drauf. Da kommt ein Jighaken Größe 3 meistens zum Einsatz und Kopfgewichte natürlich je nach Situation. Meist bei uns so 10 bis 20 Gramm. Teilweise auch, wenn wir sehr, sehr flach fischen, die Barsche stehen zu der Zeit sehr auf aggressive Köderführung. Das heißt, er wird hart gejiggt, entweder direkt am Boden oder halt auch manchmal im Freiwasser. Jiggen, Speed, Jiggen. Und wenn man den teilweise da zu der Zeit zu langsam führt, beißt gar nichts. Also da muss man wirklich die Köder sehr, sehr aggressiv schnell führen. Wir haben 13 Farben da im Programm und da ist für jeden auf alle Fälle was dabei. Ansonsten ein absoluter Top-Köder. Dadurch, dass ich sehr viel im Sommer und Herbst damit fische, ist es auch so, dass viele Hechte mit einsteigen. Also eine feine Rute, irgendwie so eine 30 Gramm Rute, eine dünne geflochtene, feines Stahlvorfach. Da hat man sehr, sehr viel Spaß. Neben Barsche steigen immer wieder gute Hechte ein. Und ist der absolute Top-Köder. Ich würde den bei den drei Ködern, die ich jetzt hier benannt habe, auf alle Fälle favorisieren. Wenn ich nur einen benutzen würde, dann würde ich den Zander Pro in 7,5 cm nehmen. Der dritte im Bunde ist der Spiky Shad in 9 cm. Wir haben 12 Farben und ja, der wird bestückt mit einem 4-0er Haken. Kopfgewichte je nach Angeltiefe natürlich. Hier, der ist ein bisschen anders. Wenn man den sich mal anschaut, der ist nicht so glatt wie der Zander Prochet, sondern hat diese Noppen. Und man merkt das auch beim Angeln. Also der lässt sich nicht so schnell fischen. Das heißt, er wird meistens auch gejiggt. Und aufgrund dieser Noppen ist es so, dass er leicht verzögert absinkt. Wir benutzen den sehr, sehr, sehr häufig eher in den Herbstmonaten auf Barsch. Weil erstmal sind die Köder von vornherein größer und teilweise reagieren die Barsche, gerade wenn sie in Bodennähe sind, auch ein bisschen auf die etwas langsamere Köderführung. Man jiggt die zwar hart an, aber der Köder läuft etwas langsamer. Er flankt auch nicht, sondern der Spike hat einen ganz komischen Lauf. Der wackelt so mit dem Arsch, so ganz komisch. Und das finden die Fische, also Barsche, auch Zander und Hechte, extrem attraktiv. Ja, ansonsten Kopfgewichte, meistens, also diesen Spiky fische ich meistens nicht im Freiwasser, wirklich, der wird bodennah gefischt und da kommen dann Kopfgewichte so zwischen 15, 18, 21 Gramm meistens ran. Wenn wir sehr tief fischen mal im Sund, dann sind es auch schon mal 30 Gramm, ist aber eher die Ausnahme. Ansonsten hauptsächlich für große Barsche im Herbst. Das waren meine drei Lieblingsköder auf Barsch. Probiert die einfach mal aus und ich glaube, ihr werdet nicht enttäuscht sein.